So, hab dann einen Auftrag bekommen. Er soll noch eine Fregatte zerstören. Da haben wir mal zwei. Achtung, Admiral anwesend! Schiffe oder drei Schiffe losschicken. So, und die mal zerstören. So, okay. Gut. So, das lassen wir mal laufen. In der Zwischenzeit haben sich die Expedition noch mal sich hoffentlich sucht es uns nicht heim. So, die Nacht im Gefängnis hintergeht dann. Die Verlängerung ihres Aufenthaltes in diesem Hafen ist nicht freiwillig erfolgt. Obskrute Gesetze wurden gebrochen und ihre gesamte Besatzung wurde unter dem Vorwand festgenommen. Grenzen der Natur nach wie vor unbemerkt ist. Sei nicht beachtet worden. Schwere bewaffnete Ausländer führen ihre Mannschaften durch die verschlungene Straße ihrer Stadt, im örtlichen Gefängnis und an einer Reihe so oben aufgekünftete Verbrecher vorbei, bevor sie eingesperrt wird. Es gibt nur zwei Werte, denen der Kopf vor Müdigkeit immer wieder auf die Brust sinken. Unterschätzt sie ihre Mannschaft? Die Werte vergiften? Ein Fluchtweg suchen. So, dass sie. Wir werden sie vergiften. Okay. Zwei Werte können gegen ihre Wissenschaft nicht aufreißen. Der Arzt öffnete eine Tasche voller Ampullen und Päckchen und holt Lederbeutel und Weißpulver heraus, die teils matt und teils wie Zucker glänzt. Er mischt einen Teil hiervon und ein davon und misst die Menge in den Augen der gebildeten Anwärter ab. Bevor er die Wärter sich ruft, als die archäologischen Männer nah genug sind, lässt ihr der Arzt die Mischung ins Gesicht. Die Wärter fallen tot um. Sehr gut. So, als Waffe unverkleiden und den Rest der Mannschaft begleiten, eine Aufmerksamkeit erregen und nach draußen schleichen. Ja, verkleiden würde ich sagen und... Oh, sehr schön. Die Flucht verläuft wie am Schnürchen. Zwei ihrer Matrosen ziehen die Uniform der Wärter an und führten den Rest der angeketteten Mannschaft durch das Gefängnis. Als sie im Außengang angehalten werden, nahmen sie einen einheimischen Akzent nahm, erklären kurz die Verlegung und verpassten einen der angekleideten Matrosen obendrein noch einen sanften Tritt. Die rechten Wärter schluckt die Lügen. Noch viel anstrengender ist es, sich das Lachen zu verkneifen, bevor die Mannschaft das Schiff erreicht und den Hafen verlässt. Okay. Wir folgen ihnen. So, gut. Wir versuchen es nochmal. Und die Expedition geht erst einmal weiter. So. In Ordnung. So, okay. So, ich mache hier mal die ganzen Benachrichtigungen weg. Das geht mir nämlich ein bisschen auf den Pissant. So, und unsere Schiffe sind angekommen. Und wir laden die jetzt mal komplett aus. Schiff unter Beschuss. Achtung, Admiral anwesend. Schiff unter Beschuss. Dann wollen wir gleich mal gucken. Gehen. So. Schiff unter Beschuss. Treibgut. Die hat eine Stiege gefahren. Gut, so, die ziehen weiter. Das können sie gerne machen.
Und wir werden Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Die beiden Schiffe noch ein weiteres Schiff geben. Und die werden dann wieder zurückfahren. Aber werden schon mehr mal als bereit. Ich hoffe, das klappt, Alter. Wir werden denen schon mal ein bisschen Bier mitgeben, was sie da schon mal haben, weil wenn man die dann als nächstes hochbauen, brauchen die Bier. So. Genau. Genau so sieht's aus. So. Wir können jetzt hier auch die Brauerei mal wieder eine mehr mit reinmachen und dann machen wir das. So, bereit. Gut, so, es geht nach Postfeldzig. So, wie sieht's aus? Haben wir's? Neue Befehle? Ah, so, dann hier noch was bergen. Und dann kann es. Flotte erwartet unter Befehle. Die beiden können schon mal. Hi. Du denn? Du sollst hier hin. Segel setzen! Und ihr beiden könnt schon mal hier hin. Flotte legt ab! So. Und wenn wir das Schiff dann ja haben, dann können wir das dann abgeben und dann haben wir das dann auch geschafft. Hoffentlich. So. Aber wir kriegen dann von der Alten da, die ja gegen uns den Krieg hat, auch dann. Ja, die zusätzlichen Rufpunkte, sage ich jetzt mal, sind 4 Stück, aber vielleicht hat es irgendwelche Auswirkungen. Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Merkt doch die Scheiße, mein Gott, ey. So, gut. Und das können wir dann. Gemeinsam triumphieren wir. Hier abgeben. So, wir haben ja auch noch eine Einwohneraufgabe. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Es wäre wundervoll, wenn jeder in meinem Bekanntenkreis sich in so weichen Naturphasen kleiden könnte. Diese zeitlose und schlechte trägt sich, kann sicher ohne viel Aufwand importiert werden. Okay, was ein heißt das? Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Und? Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Ja, ich hab 2. Ha. Können nur hoffen, wenn ich jetzt hier welche kaufe, sagen wir mal 50, dass wir dann welche bekommen, aber sonst kann ich das dann leider nicht bieten. Da. Entschuldigung. Können wir gucken, was der hier macht. Warten wir ab. Warum hat er nur verkauft an uns und ein bisschen Zement? So, gut, wir bauen erstmal noch ein Linienschiff. So, okay. Gut, so. In der letzten Folge haben wir Elektrizität ja gebaut, hergestellt, was auch immer. Und wir werden jetzt Hochräder bauen. Und wir haben alles. Wir haben Kautschuk. Dann können wir Hochräder produzieren. So. Mal gucken, wo wir platzieren. So. Gut. Weil dafür brauchen die Elektrizität. Stören Sie sich nicht an den Dampf. So. Und Kautschuk müssten wir ja schon mal ein bisschen was. Ja. Tatsache. Ah, wundervoll. Wonderful. So, sehr schön. Nee, gut. Hochräder produzieren wir, weil wenn wir die Hochräder haben, dann sind sie so breit. Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. Ganz zufrieden. Und das nächste sollen sie dann Taschenuhren haben. Kaffee, LCDT kommt noch. Glühbirnen. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Bankhaus. Luxusbedürfnis. Ah ja, Freunde. So sieht es aus. So sieht es aus. Gut. Damit würde ich auch sagen, endet auch diese Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ganz gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne Kanal abonnieren. Gerne die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos dann in der Zukunft mehr von mir zu verpassen.
könnt mir sehr gerne bei Instagram folgen. Link ist unten in der Bio. Und ja, Discord könnt ihr auch sehr gerne beitreten. Link ist auch unten in der Bio. Und damit würde ich sagen, bin ich raus. Euer Scholz von den Guss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.